So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Troy mit Paris von, wer hätte das gedacht, Troja. Und wir haben jetzt hier eine Stadt belagert, wo ich schon wusste, ich bin haushoch unterlegen, deswegen habe ich auch nicht angegriffen. Wir werden das Ganze spielen, müssen wir spielen, weil sonst würden wir hier eine knappe Niederlage erleben. Es werden sehr viele Feinde auf dem Schlachtfeld sein und wir haben leider auch kaum Infanterie. Ich überlege sogar, ob ich jetzt vielleicht nochmal... Im Ernst? Wir haben ja den Nachtangriff, den wir aktivieren können. Ich glaube nämlich wirklich, wir würden diese Schlacht verlieren. Ich weiß es nicht. Würden wir diese Schlacht verlieren? Das ist die Frage. Würden wir sie verlieren? Er hat hier berühmte Bogenträger. Weil er würde halt 20 Einheiten auf dem Feld haben und 20 Einheiten gegen 20, das, 40 Einheiten gegen 20, da bin ich halt völlig überfordert. Und es sind halt auch nicht irgendwelche Einheiten, sondern es sind gute Einheiten. Ich ziehe mich zurück und dann werde ich ihn tatsächlich einzeln nächste Runde im Nachtangriff angreifen. Vielleicht verfolgt er mich ja sogar. Ja, er verfolgt mich. Ja, jetzt habe ich die Schlacht trotzdem zu spielen. Okay. Ja. Das ändert natürlich nicht viel. Jetzt haben wir eine glorreiche Niederlage, also schon mal besser. Dann müssen wir es spielen. Mal gucken, dass wir die Map jetzt ein bisschen nutzen. Wir haben nur die Riesensperrträger und einen Sperrträger. Also der Feind darf eigentlich gar nicht in den Nahkampf überkommen. So. Okay, wir haben hier aber schon mal eigentlich eine gute Stelle. Wie machen wir das jetzt? Hier kann ich ja leider nichts platzieren, das wäre zu schön. Ja, ich denke, das ist die beste Position, die wir hier haben. So, die Riesenvorhut. Das ist auch die Armee mit dem Trojanischen Prinzen. Davon habe ich ja wirklich nur zwei bis jetzt rekrutiert. Was sicher auch sehr sinnvoll war. So, da sind noch ein paar. Und wir sind ready. Den Kommandanten, den lasse ich mal vorne. Hier kommt alles in den Defensivmodus. Immer. Und los geht's. Ich meine, der hat einen Streitwagen mit 131 Munition. 131 Munition! Das nutzen wir natürlich erstmal. Vielleicht können wir mit dem alleine schon irgendwie so 300, 400 Mann töten. Eigentlich muss der das schon machen. Haben wir hier erstmal ein bisschen. Und das ist ja im Plänkel-Modus, da kann eigentlich nicht viel passieren. So, ihr müsst euch im Auge behalten hier. Und hier geht's jetzt schon los. Munition haben wir mehr als genug. Ich denke, es wird ausreichen. Es muss ausreichen. Wir haben gerade mit dem Held hier. Wir haben jetzt schon die RST aktiviert. Kann ich ihn ja wirklich hier ein bisschen ablenken, dass er sich wieder umdreht. Das wäre natürlich normal. Und er greift auch in einzelnen Intervallen an, auch das ist gut. Besten wäre es natürlich, wenn die hier gar nicht ankommen. Wird aber so leicht nicht realisierbar sein. Da kommen gepanzerte Stürmer. Die dürfen auf alle Fälle nicht in den Nahkampf kommen. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt.
Sehr gut, jetzt dreht er sich sogar um. Perfekt. Ja, perfekt, perfekt. Jetzt hat er sich umgedreht. Das hat natürlich so viel ausgemacht jetzt. So lief ihn auch. Perfekt. Weil dadurch, dass er sich jetzt umgedreht hat, konnte ich ihm in den Rücken schießen. Sehr gut. Sind auch weg. Der Kommandant erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe hier. Der lenkt nämlich ordentlich ab. Ihr sollt nicht angreifen. Zurück. Riesen halten sich auch. Boah, wie weit die Moral hier schon runter ist. Erschreckt. Und die haben einen Mann verloren bis jetzt. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ah, gut, wir haben Ares auf der höchsten Stufe, dadurch ist die Moral ja allein schon um 20% reduziert. Was durchaus wichtig ist. Nelaus ist mittlerweile auch schon tot. Das war's dann, glaube ich, auch schon, ne? Also hier kommt noch ein bisschen was. Aber ansonsten hält sich das alles. Was ich jetzt mal machen werde, ich werde die Bogenschützen mal hier weglocken. Wir sind hier alle im Plänkelmodus, die werden jetzt wahrscheinlich abhauen. Muss ich hier selber ein bisschen steuern. So, die Riesenfurt ist weg. Das ist aber relativ in Ordnung. Es hält sich. Sieht gut aus. Ich meine, die halten sich ja auch. Die haben auch 63 Nahkampfangriff. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut machbar ist. Jetzt können wir die eigentlich alle hinterher schicken. Gruppierung auflösen und hinterher. Der Sieg ist zum Greifen nah. Munition hat auch vollkommen ausgereicht. Je leichter werden wir es gleich haben bei der Eroberung dann. Einfach hinterher jetzt. Gut, weil der hat auch unendlich Munition. Ich weiß gar nicht, wie der 150 Pfeile da an Bord haben will. Ich meine, 150 Pfeile, das wiegt ja auch schon ein paar Kilogramm. Das muss den ja voll langsam machen. Ich meine, hast du so eine Schlacht verloren und was passiert? Der Feind rennt hinterher und ja, dann fällst du noch durch Pfeilbeschuss in den Rücken. Ich glaube, es gibt schönere Arten zu sterben als die. Also da bleibt wohl nicht viel übrig. Nach rechts ist auch ein bisschen was geflohen. Ja, da bleibt halt gar nichts übrig am Ende. Es bleibt halt wirklich gar nichts übrig. Und jetzt ist die Munition alle. Perfekt, heldenhafter Sieg. So muss es sein.
Sehr schön. Jetzt nehme ich sogar mal die Verstärkung. Kultstufe gesunken, Treue erholt sich. Rebellion. Kultstatue des Hephaistos. Also diese Kultstatuen, die sind echt verdammt gut. Ich frage mich, wo die KI die herbekommt. Wo kommt man die einfach im Gefecht zu random? Weil die KI muss die auch irgendwo her haben. Ich meine, da müssten ja eigentlich seit Anfang an eigentlich diese Kultstatuen im Umlauf sein. Oder die Frage ist, ob die sich nur generieren halt einfach. A new outpost for Troy. Schön. Alter, was ist nie passiert? Lass, ja, das ist schön. Troja erholt sich. Nach und nach hat sich Troja von dem Erdbeben erholt. Vielleicht kann man Troja auch gar nicht reparieren. Das kann natürlich auch sein. So. Wenn das Ganze ist halt wirklich immens stark. Ich meine, man kriegt 27 Gold, das ist nicht wenig. Man bekommt plus 10 Einfluss fraktionsweit, was echt viel ist. Plus 12 Durchhaltedauer bei Belagerung. Zusätzlich, also da hält man auch eine Belagerung halt ewig aus. Oh. Überschuss 1, 1, 1, 4, 2, 3. Errichtete Gebäude. Jedes Mal für mich sehr interessant. Also man muss sagen, diese Werkstätten hier, die sind so günstig, die Gebäude. Man bekommt halt insgesamt plus 20% Einkommen aus allen Ressourcen. Das ist so viel. Das ist wirklich so viel. So. Passt. Battle warns them. Ich würde sagen, wir fangen rechts an auf Kreta und pushen dann einmal so über die Insel rüber. Fighting fit. I'll make my mark. Erreicht die Insel? Ich glaube schon. I'll win or die trying. Ja. Massacre them. It's ours now. Der ist weg. Aus meinem Turm bauen. So, wie sieht's denn hier aus? Ist es wieder eine 20er mehr? Ja, dann können wir nämlich euch auch rüberschicken. Dann möchte ich ehrlich nochmal was nachschauen. Okay, dann schicken wir dich rüber. Ich hier erstmal Küstennähe. Und dann wird jetzt die nächste Armee aufgestellt. Ja.
Ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, ne? Ich bin lieber gleich hier ein Kommandanten, der auf Level 15 ist oder 13. Nachkomme des Zeus. Was hat denn der für einen Effekt? Der hatte gerade Troja da als Zeichen. Hast du richtig gesehen? Hass Trojaner. Ui. Ui, Hass Trojaner. Das ist natürlich, ja, wenn man Paris und Troja spielt, nicht so praktisch. Ich meine, ich kann allgemein hier mal ein paar Kommandanten rekrutieren und die dann immer direkt wieder auflösen. Aber dann können wir die ja direkt in die Armee reinholen. Mache ich mal. Dann löse ich den auf. Und dann rekrutiere ich den in ein paar Runden dann wieder in Troja neu. So, wo geht's weiter? Great deeds. Teleon. Eigentlich bräuchten wir auch nochmal so eine Nahkampfarmee. Ne? Wir haben wirklich nur Fernkämpfer. Vielleicht dann doch mal das nächste Mal eine Armee. Nur für Nahkämpfer. Also, wo wir uns dann Axtkrieger reinholen. Das kann auch mal nicht schaden. Gut, ich hier nächste Runde mal einen Nahkämpfer-General. So, jetzt haben wir hier natürlich das Glück. We will claim victory. Die konnten sich natürlich trotzdem ein bisschen erfrischen jetzt hier. Aber es ist nur eine einzige Einheit. Diese Runde haben sie sich noch nicht erfrischt. Nächste Runde können sie sich dann wieder erfrischen. State your orders. Wir holen trotzdem mal erst die außerhalb weg. Bring them down. Show me blood! Release the prisoners! Move it, men! So, und jetzt können wir die Stadt kampflos erobern. Perfekt. Naxos gehört uns. Und Tempel des Poseidon. Perfekt, wenn wir hier nämlich unsere Runde beginnen, dann haben wir gleich mehr Reichweite und können die umliegenden Inseln besser starten. Das macht Sinn, auf Inselregionen dann einen Tempel des Poseidon zu bauen. Das stimmt schon, das hat die KI einfach ganz schlau umgesetzt. Der wurde noch nicht bewegt. Ja, will ich ihn hier belagern oder nicht? Das sind noch 18 Einheiten. Not a chance. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wise in war. So. Leave none alive. Hauptsache, hier haben wir jetzt ganz schlechte Chancen. Warum auch immer. Warum auch immer. Hold nothing back. Free the prisoners. Acker. So, eigentlich kann ich auch gleich weiter auf Athen ziehen, ne? Gucken. Ja, das müssen wir belagern. Gucken, ob irgendeine andere Armee von der Seite wieder ankommt. Würde vieles einfacher machen. Wir haben Sparta entdeckt. Hier ist sicherlich eine Rekrutierungskaserne gebaut. Ne, hier hat er tatsächlich gar kein Rekrutierungsgebäude. Aber hier kommen Einheiten. Dann hat er in den Nebensiedlungen vielleicht noch welche. Ja, hier sind ein paar Rekrutierungslager. So, mal Richtung Mykene schicken. In Ordnung. Was kann man denn hier noch filtern, was vielleicht mal ganz interessant ist? Einfluss mal wieder? Ja. Dass hier unser Einfluss sehr gering ist, ist logisch. Wir überqueren ja hier quasi die Menge und das ist eine ganz andere Kultur, die griechische. Zufriedenheit ist logisch. Gesinnung ist auch ganz interessant, wie ich finde.
diplomatischer Status. Besitz. Besitz ist eigentlich so eine politische Karte, wenn man so will. Und weiter geht's. Hat mich ein bisschen zu weit oben, dadurch sehe ich natürlich gar nichts. Bringt mir jetzt auch nichts. Habe ich auf Dolnischer eigentlich jetzt die Gebäude auch wieder repariert gehabt? Ist gar nicht so sicher. Anscheinend schon. Können wir das automatisch machen? Nein, müssen wir auch spielen. Das müssen wir spielen. Aber ich denke mal, das wird durchaus möglich sein. Ja. Das spielen wir natürlich. Hat einen Streitwagen, das ist auch nicht der Verstärkte, sondern so ein Standardstreitwagen. Ja, das werden wir gewinnen. Definitiv. Ich muss sagen, diese kleinen Gefechte führt man am häufigsten hier, so diese Siedlungsgefechte, weil die ja immer recht häufig dann doch durchaus eine Chance besteht, dass man die gewinnt. Diesmal bleibe ich aber gleich auf dem Hügel. Alles platziert. Ja. Los geht's. Können wir ihn, während er hier lang geht, erstmal ein bisschen abschießen. Eigentlich eine schöne Stelle. Vielleicht kann man da auch mal einen schönen Screenshot von machen. Weil es ist ja Epic Games, da kann man ja keine Screenshots machen wie bei Steam. Ich meine, es geht nicht. Also es, vielleicht geht's auch doch. Die haben auch keine Schilde. Das würde ich mir jetzt auch denken, hier renne ich nicht durch. Das ist ganz blöd, durch so einen Engpass zu rennen und von oben schießen die ganze Zeit Bogenschützen runter. Das muss nicht schön sein. Euer Held wird angegriffen. So weit angeschwächt, dass die phrygischen Axtkämpfer damit ganz gut klarkommen sollten. Wie gesagt, das ist eine Einheit. Im ersten Multiplayer-Kampagne mit dem Meld habe ich gesehen, wie scheiße diese Einheit ist. Also wirklich, vielleicht zu Schwertkämpfern ganz katastrophal. Also wenn die jetzt hier zum Late Game diese Buffs haben, gut 33, 46, dann ist das gut, ja. Im Late Game jetzt sind die wirklich gut, aber zu Beginn sind die einfach schlecht. Eure Krieger verlieren den Mut. Oh, er schießt ja auch meine Bogenschützen ab. Na gut, die haben ihre Aufgabe erfüllt. So. Und wir charge mal an. Mist, was machen die denn jetzt hier? Ja gut, dann kann ich die auch gleich hier lassen. So, Milizkriegsbande gegen Streitwegen. Ich habe immer den Bonus für große Feinde. Mal gucken, wie gut die sich schlagen.
die Streitlinge hier relativ schnell Schaden bekommen. Wen hier ganz gut zielt haben. Es geht tatsächlich. Ich hole meinen Kommandanten dazu. Krieger wurden in die Flucht getragen. Die leichten Plänkler retten wir jetzt hier tatsächlich. Die haut ein bisschen so. Könnt ihr da treffen? Ich kann ja nicht schießen. Was ist denn da los? Ich die mal hier hoch. Vielleicht brauchen wir die ja doch noch. Gut, er macht sich wahrscheinlich mehr Eigenschaden, als dass er hier Schaden bei mir anrichtet. Wow, ein Hit und ein Streit waren kaputt. Ich meine, das ist halt ein Fernkämpfer, ja, aber er macht natürlich trotzdem 1000 Schaden, ne? Wenn er trifft. Ja, haut die halt kaputt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Das sind halt auch nicht irgendwelche Schleuderer, sondern das sind berühmte Schleuderer. Aber die Streitwagen sind gleich weg. Eure Krieger sammeln sich. Sind denn noch vier? Try forever! Schieß mal gleich mal hinterher. Weg. Good. Order understood. Of course. Will do. As commanded. Hat er seinen Bogen eigentlich automatisch weg, wenn man den in den Nahkampf schickt? Ich glaube. Ich glaube schon. Ah, Aris, die habe ich mittlerweile perfekt. Könnte noch nützlich werden. Ja, der Kommandant, der stirbt auch. Erschreckt, der wird gleich fliehen wegen zu viel Schaden. Ja, perfekt gebrochen. Dann geht es auf die Schleuderer. Ah, Defensivmodus. Will ist das? Ja, jetzt fliegen sie schon. Plänkelmodus wird aktiv. Weil diese berühmten Steuerer garantiert besser im Nahkampf sind als meine trojanischen Krieger. Das ist durchaus realistisch.
So, das war's jetzt. Der Sieg ist zum Greifen nah. Danke sehr. Oh, beste Einheit hier, diese Speerwerfer. Das ist durchaus überraschend. Und wieder ist eine Folge vorbei. Ja, 30 Minuten vergehen doch schneller als man denkt. Ich nehme auch nicht auf die Uhr. Ich habe jetzt hier nur bei OBS diese Zeitanzeige. Das weiß ich übrigens auch seit einem Jahr, dass da unten so eine Zeit ist, die man sich nebenbei anschauen kann. Ich habe vorher immer auf die Uhr geschaut und dadurch waren die Folgen dann nie 30 Minuten oder waren dann immer 50, 60 Minuten, weil das kann man. Also man kann das wirklich absolut nicht einschätzen. Also es ist ganz, ganz schwer. Und dass man jetzt irgendwo eine Uhr hat, zu sagen, ja, ich nehme jetzt 30 Minuten auf. Dann nimmt man entweder 20 Minuten auf oder man nimmt 50 Minuten auf. Kann man ja mal ausprobieren. Also mir gelingt das jedenfalls nicht. So, jetzt starten wir die ganzen Rebellionen. Ich habe überall Rebellionen jetzt, aber ganz, ganz happig, ne? Und dass ich auch wirklich überall Garnisonsgebäude habe, ich schau nochmal. Klicke ich jetzt mal kurz durch. Müsste eigentlich überall Garnisonsgebäude haben in den Hauptsiedlungen. Wenn ich das irgendwo nicht habe, könnte das natürlich kritisch werden. Da sieht man mal, wenn man die Bedürfnisse von Paris und Helena nicht erfüllt, was da passiert. Ui, Akkure. Hier habe ich keins. Dann reiße ich hier mein Gebäude ab. Das Wachstumsgebäude kann weg. Dann muss ich hier bald noch ein Garnisonsgebäude bauen. Ansonsten habe ich aber überall welche gebaut. Ich meine, ich habe mich jetzt fast überall durchgeklickt. Oh, hier habe ich noch eine Siedlung, wo keins steht. Sein Mydessos. Da brauchen wir auch noch eins. So, Wachstumsgebäude weg. So, Platz des Boden reiße ich auch mal ab, weil hier geht auch mittlerweile tatsächlich der Einfluss wieder nach unten. Dann baue ich da noch ein... Nicht so eine Villa von Helena, Gärten der Helena, was auch immer. Okay, dann muss ich jetzt wirklich beenden, weil jetzt haben wir sonst alles erreicht. Zeitlich ist das Pensum hier erreicht. Ich bedanke mich wie jedes Mal natürlich hier fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Genießt die Zeit. Macht's gut!